Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinsel, Schere & Co. aus Hamburg. Eigentlich wollte ich heute die Küche nochmal kalt lassen. Ich hatte nämlich gerade Besuch hier in der Crafts Kitchen und habe dann gedacht so, ach nee, jetzt mache ich Feierabend, das ist nämlich Samstag, 16 Uhr. Aber ich wollte die Küche dann doch nicht nochmal kalt lassen und habe mich kurz dazu entschieden, das ist vielleicht wieder ein Deutsch hier, aber ich bin aus dem Videomodus raus, euch noch eine Kartenidee zu zeigen. Die hatte ich dann kurzerhand für letzte Woche schon vorbereitet, aber ich zeige sie euch heute einfach. Ich kombiniere ein paar bekannte ältere Produkte mit neuen Produkten auf dieser Karte, um euch das zu zeigen. Und ja, lasst uns einfach diese einfache Karte noch basteln. Lasst uns einfach diese einfache Karte, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Let's go mit dem Video. Wir fangen an. Ich habe auch noch jetzt nicht so wahnsinnig viel hier vorbereitet, deswegen eine Karte on the going. Ich habe Farbkarton Grundweiß, den extra starken. Da schneide ich mir erstmal meine Grundkarte mit zurecht. Die ist geschnitten auf 29 cm x 10,5. Ihr bekommt also aus einem DIN A4 Bogen zwei solcher Karten, solcher Hochkantkarten heraus. Das sind jetzt 10,5 cm, dann falze ich sie einmal bei 14,5 und kürze sie dann nochmal ein. Dann haben wir unsere Grundkarte von 29 mal 10,5 gefaltet bei 14,5. Wir brauchen auch kein Layer da oben drauf. Wir können das machen, müssen wir aber nicht. Ich werde hier gleich auf dieser Karte weiterarbeiten. Und zwar habe ich mir genommen das Stempelset bzw. das Produktpaket Wiesenruhe. Das kennt ihr aus dem Hauptkatalog, damit habe ich auch schon gearbeitet und ich mag es nach wie vor sehr gerne und ich fand es hier echt ganz schön mit zu kombinieren. Und ich nehme als erstmal diesen Hintergrundstempel und diesen Smudger, um mir den Hintergrund zu gestalten. Wir brauchen auch gleich noch die Blüte und dass ich denke an dich. Und ich hole mir dazu das Stempelkissen in Schiefergrau. Ich habe lange nicht mehr gebastelt. Deswegen starte ich hier mal so halb improvisiert und gestalte mir so ein bisschen den Hintergrund. Mein Grau ist ein bisschen schwach auf der Brust, aber das kommt mir jetzt hier auch ein bisschen zugute. So, dann haben wir noch unseren Smudge. Hier in der Mitte hält sich ja dann dieses Motiv auf. Da müssen wir also nicht flächig drüber stempeln. Das ist jetzt mein Hintergrund. Und als neues Produkt habe ich mir aus der Produktreihe Abstrakte Schönheit diese Oktaeder, diese Wabenstanzen genommen. Und zwar in drei Größen. Drei aufeinanderfolgende Größen und dazu auch das Designerpapier aus dieser Produktreihe Abstrakte Schönheit. Das ist ja dieses neue Format in 4x6 Inch und da stanze ich mir jetzt einfach, der reicht jetzt nicht mehr, aber wir haben bestimmt noch einen Bogen davon, diese Waben mit aus. Das lege ich mir erstmal nur beiseite, weil erst wenn wir ein bisschen kolorieren, wir müssen nämlich hier auch noch ein bisschen mehr stanzen. Dann habe ich ein Stück Farbkarton Seidenglanz zum Kolorieren. Da nehme ich mir dann jetzt diese Blüte und die Stayson Tinte in Schwarz, weil wir gleich mit Aquarelltechnik kolorieren möchten, also wasservermalbar. Was habe ich denn hier für einen roten Fleck? Dazu brauchen wir eine permanente Tinte. Ich blende euch hier oben mal ein Video ein, wo ich das Prinzip erklärt habe, welche schwarze Farbe ihr für welche Koloration benötigt. Und dann habe ich hier meine Aquarellstifte. Ich habe hier beide Sortimente drin und auch die, die wir mal hatten in irgendwelchen Paketen. Deswegen, also ich habe jetzt hier Fleur de Flamingo und Melon Mambo, also Wassermelone. Ich denke, ich werde aber erstmal bei Wassermelone bleiben. Das ist Fleur de Flamingo. Und nehme mir dann dazu einen Wassertankpinsel. Da ist auch Wasser drin. Das
ist immer gut. Den muss ich mir erst einmal sauber machen. Da ist noch von der letzten Koloration ein bisschen mit dabei. Und was ich jetzt mache, ich nehme mir einfach nur mit der feuchten Pinselspitze hier vorne von der Spitze des Stiftes ein bisschen Farbe ab und trage das auf meine Blüte auf. Ihr könntet das auch mit dem Stempelkissen machen, dass ihr euch da ein bisschen Farbe abnehmt. Aber die Frage kommt ja auch immer mal wieder, was mache ich eigentlich mit den Aquarellstiften? Sowas zum Beispiel. Ist vielleicht auch ganz nett fürs Bujo oder so als Kolorationstechnik. Und damit koloriere ich mir das jetzt hier einmal durch. Die Pigmente lösen sich auch an, wenn ihr wieder ein bisschen drüber geht. Das ist das Schöne bei den Aquarellstiften. Macht da keine Wissenschaft draus. Jetzt brauche ich noch ein Crushed Curry. Currygelb ist das. Muss ich jetzt eben mal übersetzen. Ein Gelbton für die Blütenmitte. Das kann man, wie gesagt, auch schnell mal mit sich in ein Federmäppchen für einen Urlaub packen und dann das Urlaubsbuch mit kolorieren, mit diesen Aquarellstiften, mit dieser Technik. Dafür haben wir jetzt ja keine Stanze, das heißt, wir müssen uns das einmal ausschneiden. Aber das ist eine leichte Form, das ist schnell ausgeschnitten. Dann in der Zwischenzeit trocknet das dann auch noch ein bisschen. Und dann können wir uns schon fast an Stanzen machen. Ich schneide es mal eben aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Ausgeschnitten. Und jetzt habe ich noch eine Technik, die müsst ihr so nicht machen. Aber ich fand es ganz witzig, um euch das mal zu zeigen. Und zwar haben wir ja das Spezialpapier Leinen im Sortiment. Und kein Mensch weiß, was er damit so richtig anfangen soll, weil... Ich weiß nicht, ob das im Video rüberkommt. Es hat halt so eine Leinenstruktur. Es fühlt sich auch an wie Leinen und es ist selbstklebend. Das heißt, ich habe mir leider Gottes meine Fingernägel total abgewrackt die Woche. Ihr könnt diese Trägerfolie abziehen und dann habt ihr so ein selbstklebendes Material. Kein Mensch weiß, was er damit machen soll. Ich habe damit schon zum Beispiel gearbeitet im Online-Workshop im Dezember, den ihr auch noch käuflich erwerben könnt, für ein Minibook damit gearbeitet. Man sollte aber, wenn man es so weiß haben möchte, auch eine weiße Basis haben. Ihr seht das in dem Video, mit Graupappe gearbeitet und auch mit Graupappe, die ich dann nochmal weiß gestrichen habe vorher. Das sieht dann schöner aus, weil die Farbe durchscheinend ist. Aber was wir jetzt machen... ist, wir schneiden uns einfach mal ein Stück ab. Mal gucken, wie viel brauchen wir denn für das Kraut. Ich nehme mal 3 Inch, also so 7,5 cm. Kommt jetzt auf den Millimeter auch nicht an. Mal 5, ja, das sollte reichen. Und das gleiche schneide ich mir auch nochmal aus Farbkarton in Grundweiß aus. Und ich nehme jetzt hier den starken, ihr könnt aber auch den normalen nehmen. Und ich hatte 3 mal 5. Und klebe jetzt einfach mal das Leinen hier drauf. Man kann das sicherlich auch eine ganze Kartenfront damit covern, wenn man, also so, oder so einen Aufleger. Dann hat man halt so eine Leinenstruktur. Muss es jetzt nur einmal gelöst kriegen. Wie gesagt, ich habe mir meine Fingernägel abgewrackt.
So. Dann habt ihr hier dieses Leinen. Das klebe ich mir einmal hier auf. Ich hatte auch versucht, das zu kolorieren. Das funktioniert nicht. Oder ihr kriegt schon die Farbe drauf, aber sie verläuft nicht. Es bleibt dann so in so Flecken drauf. Also weniger schön. Aber wir werden jetzt hier einfach mal unser Gras damit ausstanzen. Und damit bringen wir einfach mal ein anderes Material mit auf so eine Karte. Wenn ihr das Leinenpapier nicht habt, dieses Spezialpapier, ist das überhaupt kein Thema. Dann stanzt das einfach nur aus weißem Farbkarton aus. Ihr könntet den ja auch nicht prägen. Aber ich fand es ganz witzig, wenn man das hier schon mal hat, sollte man das auch verarbeiten, weil dann wird die Inventur auch nicht so umfangreich irgendwann mal. Ich hänge da immer noch drin fest. Es wird auch eine Jahresaufgabe. Aber dazu erzähle ich euch demnächst mal ein bisschen mehr, weil ich mich natürlich auch von ein paar Dingen trennen werde. So, damit nehme ich jetzt mal ich sage immer Giersch dazu und auch den Schmetterling. Den habe ich hier allerdings aus Farbkarton grundweiß. Den habe ich da gar nicht aus dem Leinenpapier ausgestanzt, aber das machen wir jetzt hier mal. Hin und zurück. Ja, es sollte durchgestanzt sein. So, der Schmetterling auf alle Fälle. Und das löst sich auch ganz gut raus. Aber ihr solltet zweimal drüber rutschen. Das habe ich festgestellt, dieses Leinenpapier stanzt sich dann doch etwas schwerer. Gucken, dass wir... Ja, die sind auch frei. Das löst sich diesmal besser raus als beim ersten Mal. Und dann habt ihr, ich weiß nicht, ob das wirklich rüberkommt, aber ihr habt dann diese textile Struktur mit auf diesem Stanzteil drauf. Ist mal was anderes. Und dann habe ich ja hier noch meine Waben. Die stanze ich mir auch eben nochmal aus. Aus diesem Papier die größte. Die beiden anderen Größen noch aus diesem Papier. Kann die Stanzmaschine weg. Und wir können schon mal ein bisschen zusammensetzen. Das heißt, die Waben werde ich mir hier so ein bisschen in den Hintergrund setzen. Dazwischen das Kraut. Dann kommt diese mit da rein. Diese hier unten. Dann haben wir die zwei Blüten. Und natürlich haben wir auch noch unseren Gruß. Ich lege die Karte, die kommt mal ein bisschen mit hier rein. Den Schmetterling nachher noch. Und für den Gruß gehe ich auch gar nicht weiter fremd, sondern bleibe in dem Stempelset. Da habe ich ja dieses Ich denke an dich. Da nehme ich mir einen Streifen von dem Marineblau. 1,5 cm. Noch mal einmal 1,5. Nee, einen halben Inch, 1,3. Ist eine gefälligere, mag ich lieber. Und das werde ich mir in weiß embossen. Das heißt, ich brauche mein weißes Embossingpulver und die Versamarkt-Tinte und meinen kleinen Antistatik-Superhelden, um mir die Statik von dem Papier zu nehmen und die Finger tapsen. In der Hoffnung, dass ich den Spruch jetzt auch gerade aufgesetzt bekomme.
Ja, passt. Wie gesagt, die Versamark-Tinte ist so ein bisschen eine Klebetinte. Da hält das Prägepulver gut drauf. Das schmelze ich mir einmal ein. Das weiße Pulver braucht einen Moment, um fest zu werden, um abzukühlen. Derweil binde ich mir schon mal eine Schleife mit dem Saumband in Knitteroptik, in Grundweiß, Flüsterweiß, in Weiß einfach. Und dazu nehme ich mir mein Schleifenbindegerät und habe hier drei Löcher dazwischen freigelassen. Dann wird es eine recht große Schleife. Aber ich wollte da jetzt auch nicht so eine Minischleife mit draufsetzen, weil diese weiße Schleife ist quasi das dritte weiße Element. Dann haben wir nämlich 1, 2, 3 weiße Elemente auf der Karte. Die Schleife ist fertig. Und jetzt kleben wir einmal auf. So sah mein Basteltisch lange nicht mehr aus, wie er jetzt gerade aussieht. Was soll ich euch sagen? Ich finde es toll, wenn er mal wieder so aussieht. Habe ich die Karte richtig rum? Ja. Mein Magen knurrt auch. Das heißt, es gibt gleich was zu essen. So nützliche Helferlein wie zum Beispiel die Pinzette oder mein Schleifenbindegerät oder die Dosen samt Löffeln und Magneten findet ihr bei mir auf der Homepage unter www.pinselschereco.de/favoriten. Da habe ich euch die Bezugsquellen und noch ein paar andere, wo die Fragen immer wieder kommen, einfach mal aufgelistet. Guckt da einfach mal vorbei, wenn ihr irgendwas Spezielles sucht, was ich verwende, was wir hier nicht bei Stampin' Up! Im Sortiment haben. Aber das sind so Basics wie diese Pinzette. Die ist aus Modellbau. Die können wir hier bei uns auch sehr gut verwenden. So, das hebel ich mir einmal ab. Die Wabe hätte ich beinahe vergessen. Die Blüten. Dadurch, dass sie gruppiert sind, ist es jetzt auch nicht schlimm, dass es nur zwei sind. Ihr wisst ja, ich bin immer so ein Verfechter von 3 oder 5, von diesen ungeraden Zahlen. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz. Aber dadurch, dass es gruppiert ist, funktioniert das ganz gut und letztendlich bildet auch dieser Faden nochmal das dritte florale Element. Man muss sich das einfach nur so hin argumentieren, bis es passt. Das setze ich mir mit der Menschnels auf. Wenn die Fingernägel zu kurz sind, ist das auch nichts. Ich sage euch das. So. Den Schmetterling. Und ihr seht selber, es fehlt hier unten jetzt was. Und deswegen habe ich da die Schleife hingesetzt. Die setze ich mir mit einem Klebepünktchen auf.
Und dann sind wir schon fast fertig. Wir brauchen nur noch ein bisschen Bling Bling. Und dazu nehme ich mir, ich glaube, es sind die in Opalweiß. Moment, ich sag's euch gleich. Ja, es sind die runden Akzente in Opalweiß. Ups, jetzt ist was runtergefallen. Und zwar haben die so ein bisschen glittery inside. Die haben so ein bisschen Sparkle dabei. Passen auch gut für Winterlayouts, aber aus dem Winter sind wir ja nun hoffentlich bald raus. Also bei uns ist es zwar ordentlich kalt und da setze ich mir jetzt auch drei auf. Einen großen, daneben einen kleinen Freund und dann nochmal einen kleineren Freund hierher. Dann haben die auch so eine Dreier-Kombo. Und damit ist die Karte fertig. Recht schnell gemacht, wenn man erstmal weiß, wie. Und einfach auch mal ein paar andere Materialien mitverwendet. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Das kommt in der Kamera wahrscheinlich ein bisschen schwierig rüber, diese textile Struktur von diesem Spezialpapier in Leinenoptik. Welches war denn jetzt die Karte, die ich neu gemacht habe? Das war die, ne? Das war die vorbereitete. Ja, man sieht es am Schmetterling. Okay. Und das ist meine kreative Idee, heute noch schnell mit eingeschoben, damit keine Verlustmeldungen kommen, so oder sorgenvolle Mails. Wie geht es dir gut? Mir geht es gut, ich habe nur den Arsch voll Arbeit. Okay, ihr Lieben, ich entlasse euch in den Sonntag, wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis bald wieder hier auf dem Kanal. Macht's gut und tschüss aus Hamburg. Tschüss.